So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir wieder einen Dommel dabei geholt. Wir gucken uns an, der Sebastian mit Elfen gegen den Finn mit Burn. Ja, der kleine Finn mit der gebrochenen Hand. Ja. Fahrräder sind nicht gut, lasst eure Kinder nicht rausgehen. Am PC spielen macht viel mehr Spaß. Gebt ihnen kein PC-Verbot. Ja, oder anders gesagt, Sport ist Mord. Ja. Ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine wunderschöne Matte von dem Elfenspieler. Aber Elfen gegen Burn, traditionell ziemlich gut für Elfen. Jo. Burn macht halt so 1, 2, 3 Burn-Spells auf deine kleinen Kreaturen und danach kommt halt so Glimpse oder Natural Order und dann hat man halt verloren. Ja, so Glimpse oder Natural Order macht da halt schon eine Menge. Ja. Man hört, es ist immer noch am Donnern. Wir sind immer noch mitten im Gewitter am Aufnehmen und hoffen, dass jetzt gleich nicht irgendwie... Das ist fürs Flavor. Ja, ja, genau. Das macht diesen epischen Kampf noch epischer, wenn drumherum dann Blitze sind. Muss ich auch mal wieder Blitze einfügen. Ja, lässt einfach nur das Licht flackern. Ja, natürlich. Wird das auch so richtig so für Epileptiker nicht geeignet. Ja. Ja. Klassischer Burnstahl. Klassischer Burnstahl, wunderschön. Ich finde es auch wunderschön, dass er immer noch die Mountains benutzt, die ich ihm vor zig Jahren, 3, 4 Jahren verkauft habe. Finde ich immer noch wunderschön. Ja, Never Touch Running System. Das ist ein gutes Deck. Das ist wirklich, wirklich ein gutes Deck. Aber nur zum Teil, glaube ich. Mittlerweile hat er auch ein paar aus dem Grand Prix kann sein. Ding drin. Ja, vor allem in Burn hat sich nicht viel geändert, ne? Nee, wenig. Aber Burn ist auch aktuell nicht so das krasseste Deck, weil Oko. Ja. Oko macht halt und Uro. Oko, Uro sind halt zwei Karten, die halt richtig mies für Burn sind. Deswegen sieht man Burn aktuell auch nicht so viel. Auf der anderen Seite Elfen, die Liste von Basti spielt jetzt schon den Allosaurus. Ja, stimmt. Wir haben es gesagt, er darf den Allosaurus auf jeden Fall spielen. Den Allosaurus Shepard oder wie er heißt. Ja, genau, Allosaurus Shepard. Das ist schon mal nicht schlecht. Mit dem kleinen Overrun-Effekt. Ja. Hier natürlich sehr schade, dass er nicht die gesignten Forests benutzt, die ich im Ich müsste hier, hier nochmal Basti grüßen mit dem Kommentar. Denkt dran, Klugscheißer mag keiner. Das ist korrekt, das ist korrekt. So, zwei Mountains. Wenn jetzt natürlich so ein Eidolon kommt, dann hat Elfen natürlich schon mal ziemliches Problem. Ja, dann kotzen die schon mal gerne im Strahl. Man könnte jetzt auch Burn, die Dryad... Chain Lightning? Okay, Burn ins Gesicht. Ja, wahrscheinlich 16. Sicht. Und Beat 14. Ich werde das mal so laut miterleben, weil Basti es geschafft hat, den Würfel aus dem Bereich rauszudrücken. Ja. Jetzt Dryad Arbor. Normalerweise sieht das jetzt nicht nach einem Turn 2 für Elfen aus. Normalerweise. Naja, das ist halt schon die Frage, was man hier mit einem roten Mana noch macht. Zwei Mana, der Elf, der eine Karte zieht. Der Elf, der eine Karte zieht. Ja, Klassiker. Elvish Visionary, draw a card. Davon haben sie jetzt eine Kombination gedrückt. Zwischen dem Elvish Visionary und dem Llanowar Elf gibt es jetzt den Elfisch Elf. Also eigentlich den Llanowar Visionary, aber... Ach Gott, nee. Der fusioniert beide Karten tatsächlich. Ach Gott. Also wirklich mit dem Card Draw Mana. Aber nicht für einen Mana, oder? Nee, für 3 Mana, weil es sind ja auch ein grünes... Ach so, ja, wir sind 2020, ja, also ja, es könnte auch ein Mana sein. Können auch ein Mana sein mittlerweile, ja. Ja gut, hier Cradle und 2-Elf und 2-Elf. Oh, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Ich sehe da auch einen Natural Order auf der Hand. Ich gehe aber davon aus, dass er diese Runde noch kein Natural Order droppen wird. Eher dann wahrscheinlich nächste Runde. 3. Ich glaube, er hat kein Mana mehr. 3 Mana, er hat nichts zum Bouncen. Ja, gibt sagt einfach Go. Gibt dann zum Go. Und nächste Runde kann er einfach enttappen, Kraterhuf. Ja, klingt halt auch an Turn 3 für Elfen. Ne? Genau, Seidenburn findet jetzt halt eine Menge Burn für die kleinen Elfen. Ja, gerade für die Mana-Elfen. Halt. Genau, also gerade die beiden Mana-Elfen da hinten sind ziemlich gefährlich. Könnte jetzt halt wirklich mit... Mit 3 Burn-Spells oder einem Fogbolt und... Ja, Fogbolt wäre jetzt halt richtig gut. Aber Fogbolt ist gegen Elfen immer geil. Ja, aber ich glaube, Burn spielt kein Fogbolt mehr. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Huch. Ja, der macht nichts. Der macht gar nichts. Nee. Der macht nichts. Das ist ein Vortex. Bitte 2. Der macht gar nichts. Ja, der Vortex. Die Spieler können kein Leben mehr kriegen. Und wenn du jetzt abgibst, kriegt er 2 Damage. Damit geht Basti auf 10. Wunderschön sagt Finn jetzt auch die Trigger an. Sehr gut. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, Basti macht jetzt einfach Cradle Top. Ja, Cradle Top. Ich habe gewonnen. Das ist halt der Elfenskill, den man hat. Man kann natürlich vorher noch... Nein, Basti macht es noch besser und spielt vorher noch eine Kreatur. Ja, macht es auch wirklich besser, weil er so halt jetzt einen Mana mehr bekommt. Ja.
Und er keine angreifende Kreatur wegsacken muss. Also. Das stimmt, er muss keinen wegsacken, der das Summoning Sequence genau. hat. Auf der anderen Seite vier Kreaturen plus keine. Cradle reicht, plus Natural Order reicht ja schon für 20 Damage. Ja. So, jetzt wird hier noch auf den Kradov gewartet, damit man auch sehen kann, dass man den auch wirklich spielt, weil ich glaube, mittlerweile spielen die meisten Elfenlisten nur noch einen Kradov. Und dann diesen komischen Archon auf irgendwas. Der Warlord's Reach, der irgendwas ansagt. Genau, genau, genau. Der ist auch gut, aber halt in anderen Matchups. Ja. Der ist Problem halt so. Ist halt, wenn du dann den Behemoth ziehst. Ja, ja, dann hast du halt verschissen. Ne? Ja. Musst du halt die 8 Mana? Ich glaube 8 Mana, ja. 8 Mana zusammenkratzen, weil reinschaffeln ist halt nicht. Ist jetzt für Elfen auch nicht so das Problem. Ja, vom Sideboard her. Ich glaube, hier sollten Bridges rein. Ja. Ich glaube, man nimmt auch die Blood Moons rein. Einfach nur, weil die dann zwei oder dreimal zu machen. Man hat auch genug im Burn, was man rausnehmen möchte. Denke ich. Ja, hier allein die Dings, die du gerade gesehen hast. Pyroclastic Pillar, oder wie der heißt? Pyroclasm meinst du? Nee, Pyroclastic Pillar. Das ist praktisch Eidolon als Verzauberung. Ach, der, ja. Kann man genau, auch gut den spielen. Pyroclasm natürlich, wenn man ein Sideboard hat. Auf der anderen Seite hier bei Elfen wüsste ich gar nicht, was ich großartig bohren würde, wenn ich überhaupt was bohren würde. Ich würde vielleicht den Allosaurus Rider einen rein drin lassen, weil der spielt zwei Man, einen Side. Okay. Dann vielleicht noch irgendwas dafür reinnehmen. Ja, aber ich... Progenitus aber ist nicht schlecht gegen Burn tatsächlich. Ja, wenn du halt gerade nur als der, eine Kreatur rausholen kannst. Ja, ist glaube ich besser als der Archon. Ja. Wobei bei dem Archon sagst du instant an. Ja klar, Burn schon ein Problem. Dann passiert da auch nicht mehr viel. Aber ist auf jeden Fall nicht so schön. Ja, ich habe aber schon oft genug mit Burn, da haben wir jetzt Game 2 oder so mal rausgeholt, indem ich einfach eine Bridge gedroppt habe und mich einfach hinter der Bridge versteckt habe. Das funktioniert gegen Elfen erstaunlicherweise ziemlich gut. Ja, meistens schon, das stimmt. Ja. Gut. Wir haben, glaube ich, beide Mulligan gehabt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also Elfen auf jeden Fall. Ja, anscheinend nicht. Da ist ein Lava-Spike. Ja. Lava-Spike, 3 ins Gesicht, go. Ist jetzt nicht so der krasse Start. Nee. Aber Fetch into Mana Dog ist wahrscheinlich das, was der Elfenspieler macht. Ja, oder wieder Green Sun Sinead. Ja, ist im Endeffekt ja auch ein Mana Dog. Jo, stimmt auch. Mana Dog, den du wieder ziehen kannst. Ja. Schon ziemlich, ziemlich gut. Sonst, ich glaube, Burn hat auch in letzter Zeit nicht viel was bekommen, womit die Arbeit. Burn hat wenig Liebe bekommen. Ja. Den Soul Scar Mage kannst du mal spielen, wenn die den Roten nehmen, aber ansonsten fliegt da auch nicht so viel rum. Der Gute. Ist kein Mana-Dog, ist ein 2-2-Dog. Ja, stimmt. Er macht aber genug Mana. Er macht gar keinen Mana eigentlich. Im Zweifel macht er genug Mana. Ja, das stimmt. Ja, was machen wir jetzt? Ja, für 2 Mana ist halt jetzt. Eidolon wäre ganz gut. Ja, go. Einfach go. Krass. Vermute mal, dass da jetzt noch irgendwie ein Bolt auf der Hand ist. Ja, um den halt abzurüsten. Ne? Ja, oder halt das, was halt gespielt wird. Boah, ich sehe auf jeden Fall einen einen Natural Order. Ich wollte gerade sagen, Natural Order habe ich und gesehen. Und einen Bioward-Symbiot, ne, habe ich auch gesehen. Da ist noch ein Fetchland. Ein Glimpse. Ja. Ganz nett. Jetzt kommt wahrscheinlich das Glimps. Okay. Ja, Glimps-Turns sind halt für Burn richtig, richtig bitter. Ja, ja, ist halt, der zieht sich die Hand voll und im Zweifelsfall bringt er dich dann einfach um. Ja, weil man da auch nichts gegen tun kann, tatsächlich als Burn-Spieler. Der enttappt. Dann geht man Fetchen, aber halt für 2 Mana finde ich halt die Glimpse Chain. Das ist halt 2 Mana Drop. Du kennst deine Hand nicht, wenn er den, wenn er noch einen davon und von noch einen Nether Sentinel auf der Hand hat und den Elfen, der tappen, machst einen Mana. Ja, genau, wenn das der 2 Elfen tappt und Mana. Mana macht, ja. Das ist halt dann schon krass. Ja, da ist er tatsächlich. Den sogar. Da meinte ich. Genau den. Ja, zieh deine Karte, hier auch wunderschön die Trigger angesagt. Das muss man echt sagen, mittlerweile zeigen die Leute das auch sehr sauber an. Yep. Ja, Trigger, Draw, oh, das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Vor allem, weil da jetzt auf jeden Fall noch ein Bioward-Symbiot irgendwo auf der Hand ist. Ja. Yep. Und mit dem Bioward-Symbioten kann man dann auch nochmal was machen. Trigger, Draw.
Ja, Trigger da, Trigger da. Also wenn ein Bolt auf der Hand gewesen wäre von den Burn-Spielern, hätte man ja auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall auf den Typen danach direkt schießen müssen. Ja. Den auf die Hand und tapp den. Genau. Einfach nur Handstorm. Genau, dann wieder ein Dupe spielen, enttappen, drawn. Gucken, ob man noch einen Mann und Elfen findet. Normalerweise findet man jetzt keinen mehr. Schlecht. Normal sind die Draws, ja, dachte ich mir. Die Draws mittlerweile so schlecht geworden, dass da nicht viel kommt, das auf jeden Fall. Instinct Bridge. Eine lebendige Brücke, die ist nicht schlecht. Nee, die kann den jetzt auch retten, außer... Aber er hat halt mit 4-5 Handkarten. Man kann jetzt auch einfach als Elfenspieler in den normalen Beatdown gehen. Der hat doch 3 Handkarten, ne? Oder 3 Handkarten? So oder so, man kann halt in den normalen Beatdown gehen. Ja klar, gerade mit dem Nether Sentinel funktioniert das ja ganz gut. Ist ja 2-2. Genau. Ja, und er hat jetzt 5 Damage auf dem Board. Ja. Man darf Elfen nicht unterschätzen. Auch ohne Kraterhuf können die halt so viel Damage machen. Das ist wirklich abartig. Ich weiß nicht, ob man es im Video hört, aber das wird gerade wunderschön unterstrichen von einem Donner. Ja, und es war ein richtig, richtig krasser Donner aus zur Hölle. Hast du mal auf? Danke. Da hat irgendwer zu viel Chili gegessen. Ja. Cradle. Na super. Dann wird der jetzt richtig lustig. Ja, ist jetzt die Frage, wie man das macht. Man könnte jetzt halt... Okay, 4 Mana... Wenn der die Rexage hat, dann ist das ziemlich gut. 1. Der hat einen Rex. Ne, und Green Sun? Green Sun für 2. Aha. Für Draw Card? Wahrscheinlich. Man könnte natürlich auch hier jetzt Spaß haben mit dem Allosaurus. Man könnte mit Allosaurus angreifen und dann nach dem Angriff dann Ding machen. Dann hat das er aber einen Mana zu wenig. Genau, das funktioniert nicht, weil da ein Mana zu wenig ist. Oder wir übersehen gerade was. 2, 3, 4. Das ist ein Mana zu wenig. Ne, ist ein Mana zu wenig. Erstmal gucken, ob es interessiert. Ich denke nämlich tatsächlich nicht. 3 Mana. 4 Mana. Ist irrelevant, weil er hätte auch den anderen tappen können. Und hätte immer noch mit 3 plus Kraterhuf sind 9 plus 12 sind 21 Damage. Das ist sehr unsauber gespielt, das ist ein Fehler drin, aber der Fehler ist irrelevant. Ja, weil halt gerade echt nichts passiert. Genau, also er macht jetzt nur ein Overdamage drüber. Jo. Ja, okay, ich finde es auch erst auf 8. Ja, aber er macht halt, selbst wenn man den Fehler ausraschiert, macht man 21 Damage. Jetzt mit dem an Bord macht man 20, 24, 28 Damage, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist ein Mana zu wenig, aber es macht keinen Unterschied. Das wäre so oder so ein 2-0 für Elfen gewesen. Würde ich Basti noch aufs Butterbrot schmieren. Das auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.